Hallo meine Freunde, willkommen zu einem wunderschönen kleinen Spiel für alle, die zu niedrigen Blutdruck haben, beziehungsweise einfach zwischendurch mal irgendwas machen wollen, wo man nicht viel denken muss, beziehungsweise, ja, das war's eigentlich. Einfach nur irgendein witziges kleines Game, das kostet auf Steam 1,50 Euro und haltet euch fest, das ist gerade im Angebot, minus 10%, jetzt kostet es mal 1,40 Euro. Das ist ein Wahnsinn, wirklich. Ja, worum geht's? Das Spiel heißt eigentlich nicht umsonst, Alt-F4 ist mir saugstochen, weil es gerade zu unserer Wikinger-Affinität passt. Und im Endeffekt geht es jetzt hier darum, es ist ein Parcours, den man schaffen muss, aber es gibt eben, man ist Permadeath. Man rennt eben so durch einen Parcours mit einem tollpatschigen Wikinger, der aus diversen unerfindlichen Gründen ein Händel im Rucksack hat. Das hört sich fängt schon gut an, ja, ich weiß. Und wenn sie sterbt, kommt sie wieder zum Anfang. Und oben zählen mit, wie viel, nicht Wikinger als Ritter, ihr verbraucht habt, ja. Das war's eigentlich schon mit dem Game. Der Weltrekord liegt bei 3 Minuten. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt lang wird, das Ganze. Ob ich es überhaupt schaffe. Wäre natürlich traurig, wenn wir es beim ersten Mal schaffen fürs Spiel. Für mich gut. Aber das wird es nicht spielen. Vermute ich mal. Also start doch mal. Oh, ein Drache. Oh, lieb. Nehme ich mit und schlüpft. Ich verpiss mich. Eine Schlange, Drache, weiß nicht. Warum jetzt aus diesem Ei ein Hühnchen schlüpft? Ich vermute mal, der hat es gerettet. Und die Zeit läuft schon. Wir sind hier. Oh, wir haben lassen uns ein bisschen Zeit, das ist ja wurscht. Hier und werden wunderschön von wer immer auch der ist. Kann ich den hauen? Warum kann ich überhaupt was hauen? Wurscht. Werden musikalisch begleitet, mein Händel. Achso, das war ich. Oh, jetzt bin ich über das Händel gefallen. Das tut mir anscheinend weh. Man kann das Händel mit Rechtsklick drückt und dann Linksklick das Händel werfen. Sehr cool. Wir haben mehr als ein Händel. Wir haben viele Händel. Rühlich. Ja, das Händel braucht man. Es gibt eine Möglichkeit, im Parcours zu speichern. Musik ist Hammer nebenbei. Eine Möglichkeit, das Händel zu speichern. Ihr müsst solche Ballons. Da setzt das Händel. Ist es cool? Na, ist es cool? Und die eine Speichermöglichkeit sind Speicherballons, die im Endeffekt rumschweben und auf die man schießen muss mit dem Händel, vermutlicherweise. Ich habe es nicht geschafft. Mein Fußrind ist undicht. Ich glaube, das Händel tut mir weh. Es sitzt keine live, aber irgendwann seid ihr tot. Ja, das war eigentlich alles, was man im Spiel, zu dem Spiel sagen kann. Tschüss, Händel. Ist ja geil, sau cool. Ein paar Händel. Heute mit. Okay, das war's eigentlich. Und wir werden jetzt das mal starten. Schauen wir, ob wir das mal hinbringen. Was ist denn, wenn ich den Händel raufschieße? Da kann man anscheinend den Liederwunsch umstellen. Das passt ja. Das lassen wir. So, los geht's. Hoppala, so. So, wir müssen da mal rüber. Die Sprungmechanik, Sprungphysik ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aha, das will mich umbringen. Ist mir aber wurscht. Ich hab's einmal versucht vorher. Den rechten Weg, aber ich sehe gerade, da gibt's den linken auch. Aber bleiben wir mal beim rechten. Die Musik ist Weltklasse, wirklich. Ja, da, durch da. Ha! Händel! Nein! Ja! Ah, fuck. Lass mich durch. Ah! Verdammt, da bin ich bis jetzt aber immer durchgekommen. Zweiter Knight. Aber jetzt.
Das schaut immer so knapp aus da. Haha. Irgendwann hat man sie mal heraus. So, hey, da liege ich. Fuck! Scheiße, den kann man da nicht, den muss man schon da durch erwischen. Okay, los geht's! Ah, ah. Okay, das ist schon mal gut. Ah. Nein, 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 nein! Steh auf, steh auf, steh auf! Pff. Au! Hörst! Jetzt weiß ich nicht, ob da ein Gruber ist. Komm hier da jetzt rüber. Hopp. Geleck. Aber jetzt. Also den Weltrekord packt man immer. Bleibe ich dort eigentlich da stehen. Ah, ja. Ah. Verdammte Scheiße. Okay, wir gehen auf die andere Seite. Das ist mir dann doch ein bisschen zu anstrengend. Die andere Seite kenne ich ja schon. Ein bisschen. Los geht's! Jetzt schaffen wir's. Ein Stückchen wenigstens. Ich glaube immer, ich falle da runter, weil ich mir immer die Birnen anhau da oben. Zack! Zack! Mal hier. So. Wo wird der Ballon hier? Ja! Ich habe ein Händel verschossen. Liege ich. Jetzt. Ja. Kann ich da gleich so rüber? Na. Kikriki. Kackakack. Toller Tipp, danke. So habe ich jetzt eigentlich. Ich habe auf das Safe-Ding da abballert. Wieso fange ich jetzt hier an? Geh. Sehen wir uns. Warte mal, was hier? Aha, abschießen, safe. One time safe. Es geht. Das Problem, glaube ich, nach einer Zeit ist, dass man übermütig wird. Ich merke das jetzt schon bei mir. Ja, ja, ja. Hui! Ja, so viel zum Übermütig. Autsch. Ah, ich blute. Ah, Scheiße. Wir gehen jetzt da runter. So, da kommen wir jetzt auch noch irgendwie durch. Kommen wir da durch? Ich hab mir gedacht, der schießt mich in die Höhe, ich kann da vielleicht drüber hüpfen. Scheiße. Ich hab den Tooltip nicht gelesen. Verdammt. Hm.
Ja, an der Stelle bin ich noch nicht runtergefallen. Da muss ich auch noch mal runterfallen, sicherheitshalber. Aber ich kann es euch jetzt schon sagen, wir können da ein Community Battle draus machen. Wer sich das Spiel kaufen will, sagt, schreibt mal seine Zeit. Fuck. Dann schauen wir, wer besser ist. Aber ich bin mies, ihr seht es. Geh, Alter! So sieht's aus, schlägt sich gut weiter so, yay! Alter, welcher masochistischer Typ hat das da vorne gemacht? Vor allem bin ich da beim ersten Mal, wie ich das Spiel nur tried habe, ob es geht. Ich starte die Spiele ja meistens mal und schaue nicht, dass dann beim ersten Launch dann gleich so ein Grafik im Eimer ist. Also es ist immer auf Borderless Window geschalten, das kann ich auch nicht leiden. Und da habe ich es mal probiert, da bin ich da vorne instant durch und habe gedacht, Alter, das ist ja viel zu leicht. So, jetzt habe ich das Händel. Ah, das Ding da. Haha, jetzt da. Jetzt habe ich meinen One-Time-Save. Muss da runter. Wenn ich davor hüpfe, geht sie nicht aus. Da trifft mich die Stange. Hallo. Geh rein da. Okay. Da, probieren wir es mal so. Wow! Ja! Ich schaff's! Ja! Au! Na, boah! Ob das so geplant war? Wurscht, wir sind durch! Okay, was haben wir hier? Was macht das Ding da oben? Wisst ihr mal was? Vorher nicht so ausgeschaut, ist jedes Mal random generiert. Kann aber auch nicht. Oh, ne, also, ne, da war ich eh. So, da bin ich dann beim ersten Try abgestürzt. Ne, also nicht bei dem Sprung, sondern beim dritten dann. Hup! Schrei wie ein Tennisspieler. Was ist denn, wenn ich da? Kann ich da ein Händel hinschießen? Ja, kann ich. Bringt nur nichts. So. Da bin ich abgestürzt vor. Boah! Der macht nämlich so schnelle Schritte. Ey! Boah! Nein! So eine Scheiße! Aha! Ballon! Fuck. Alter! Geh bitte! Ah, ist viel fröhlicher. Hui! Das Landen muss ich noch irgendwie. Ich drücke immer Retour, aber der, wenn er landet, rennt eh nicht weiter. Da liege ich schon mal. Ah! Es ist immer schön wegzufliegen. Ja, toll, danke. Das ist geile Musik. Ja, die Musik ist cool, die lassen wir. Schön Blasmusik, wir vom Feuerwehrfest. Dirndl, Lederhosen. Was, Bier? Ja. Und jetzt nur nicht übermütig werden.
Geh und leck mich doch! Du blödes Bah, die wird ja hinter mir. Ich. Bah, da. Ah. Die reiß ich noch ein irgendwann. Oh, Musik ist cool. Schön entspannend. Aber jetzt. Das ist zwar ein One-Time-Save, aber ist das jetzt ein Two-Time-Save? Ob ich das jetzt nochmal hinkrieg? Warte mal. Wow! Nach vorne, nach vorne, nach vorne! Nein, 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 nein. Oh. Okay, es dürfte nicht die perfekte Methode sein gerade. Okay. Ah, das ist ein Händel. Und los! Ich komme jetzt da, stell ihn so an. Aua. Ich blute, aber so zum Durchschauen wird es reichen. Ein bisschen ein Stück weiter. Da ist jetzt das Schöne, es wurscht, ob ich blute. Wenn ich daneben steige, bin ich so tot. Zack! Ja, man kann wirklich einfach von der. Ich drücke immer so zurück, weil ich glaube, der rennt weiter oder rutscht weiter, aber es reicht einfach auslassen. Der bleibt stehen. Sprungmechanik überprüft. Da. Ah. Das ist gut, wenn ich das probiere. Boah, da reißt es mich. Das geht sicher raus, oder? Ah. Also wenn ich da rüber geflogen komme, dass ich nicht ins Nirvana fliege. Leute, wir sind in neuem Terrain. Unbekanntes Terrain. Okay, langsam macht das Spiel inklusive der Musik ein bisschen deppert. Geleck mich doch, du! Da! Das ist wirklich nicht so leicht von der Steuerung. Das schaut nur so aus. Schaut aus, als wäre ich komplett schwerbehindert da. Ah, jetzt geht's. So. Oh, nicht schon wieder sowas. So, was ist da alles oben? Da drüben war so ein Zipfel. Da klebt anscheinend eine kleine Qualle oben, oder weißt du, was das sein soll? Gar nicht mal so leicht. Aber jetzt können wir es ja schon. Zack. Wenigstens hat meine Unfähigkeit wegen dem Blut nicht umgebracht.
Händel, Händel. Jawohl. Haha, safe. Wir sind safe. Bis daher, für einmal. Dann nehmen wir. So, wenn bevor der da ist, schon loshüpfen und sumpert mal runter. Da sind wir schon Profi. Die Stelle weiß ich bis jetzt nicht, wie man die jetzt genau... Ah, da, weiter. Macht das mittlere Brett da auch was? Ich will es eigentlich gar nicht ausprobieren, ehrlich. Ah. Ah. Trick 17. Was macht das Ding da oben? Wenn ich springe, mich zerschneiden wahrscheinlich. Yeah. Das sind mir schon richtige Pros. Ah, jetzt habe ich es wahrscheinlich verschrien. Beim letzten hier drücke ich nicht Sprint. Und springe einfach und das geht sich aus. So ein Tipp, falls das wer nach will, mal probieren will. Aber ich blut schon. So, jetzt sind wir wieder hier. Von hier gleich so hinspringen. Ja, wo immer das mal. Nein! Danke! Jetzt war ich viel spät dran. Ich habe mir noch gedacht, das Scheiße, das ist zu spät, wollte umdrehen und. Ja, irgendwo soll es ein goldenes Huhn geben, ja. Wir werden schon ein paar Safe-Ballons recht, ehrlich gesagt. Gut. Aber jetzt. Ja, so. Ah! So geht's natürlich auch. Whee! Okay, das musste jetzt ja kommen, oder? Unnötiges Scheiß drum, du verdammtes. Ja, wenigstens eigene Musikstücke im Hintergrund abspielen könnt. Man könnte man natürlich, aber das geht sich halt mit dem YouTube hochladen dann irgendwie nicht, aber. Okay, scheiße, das geht sich auch nicht aus. Na, es war ein Versuch. Händel! Eine davon habe ich, darf ich nicht unterschätzen. Das habe ich unterschätzt, das ist wirklich manchmal das Hindernis. Wie gesagt. Komm! Und auf die Zacke und dann drüber. Zack! Zack! Hahaha! Sackelpicker. Aber die Sprungpassage, die ist so heftig, wirklich. Brauche erst 22 Minuten. Weltrekord liegt bei 3. Nur um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Geh. Hab mich doch gern. Spielen wieder Valheim. Bock ich nicht. Aber wenn sich jemand das antun will, das Spiel auch kauft. Für den 1 Euro. Dann sagt's mal, ob ihr es gepackt habt. Und wenn ja, die Zeit dazu. Also ich weiß, was ich bieten muss. Bei mir wird es dann ungefähr so 2-3 Stunden dort stehen.
Springt doch manchmal so fies ein Stück nach vorne. Zack. Zack. Also wenn ihr seht, ihr fliegt auf das Ding zu, drückt keine Taste mehr. Jetzt nichts. Ich will was anderes. Na, das nicht. Die Klimper kann er. Na! Ja. Macht Stress, so wenig das Lied, aber gut. Könnten aber, wenn wir dabei sind, nochmal das da probieren, das linke da. Ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt machbar ist. Oh ja, der Balken trifft nicht ganz da drauf. Hören wir mal. Jetzt schaffen wir es. Wir rennen schon los, wenn er am hintersten Punkt ist. Jetzt! Also wenn es ein neues Keyboard mal braucht oder so, dann spielst du das Spiel, bis ihr es geschafft habt, weil ich bin kurz davor, dass ich da entweder reinbeiße oder drauf hau. Man wird so stressig von selbst und unvorsichtig dann. So, noch einmal. Das gibt's ja nicht, komme ich da überhaupt hin? Da liegt schon 20 meine Marks irgendwo in der Gegend rum. Ja, wirklich 20. Aber jetzt. Hui. Geh! Da war eh noch keine Leiche. Da auch eine. Das ist doch zum Scheißen, oder? Ich meine, das ist meine Unfähigkeit. Das ist ja der Sinn des Spiels. Deswegen, das heißt ja nicht umsonst alte 4. Ist da irgendwo was, wie ich das leichter hinkriege? Scheiß drauf, ich glaube, vielleicht ist das nur so ein geht gar nicht Ding. Das nur, dass man es ewig probiert, dass man dann drauf kommt, dass es eigentlich gar nicht geht. Also kriege ich da mal ein Ballon, Händel! Aber wie man aus simple Sachen ein geiles Spiel machen kann. Das ist echt cool. Warum? Jetzt haben wir den Anfang schon richtig drauf, gell? Meine Lieblingsstelle. Das ist wirklich meine Hassstelle gerade. Also die ist bis jetzt am beschissensten für mich. Weil das mit dem Springen nicht so optimöse trifft oft. Boah. 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 Boah, ich krieg dann am Herz-Zickzack. Wirklich. So, geht das jetzt wieder. Am besten, wenn er so steht, schon losrennen, dass man dann raufkommt. Wenn er genau sein richtiges Problem macht. Hup! Ja! Ballon!
Kein Ballon. Ich habe Angst, ich bleib da. Ich geh einfach gar nicht mehr weiter. Das ist der Last Try übrigens. Dann überlasse ich es euch mal. Es dreht sich langsam als das andere. Das wirkt aber, da ist sicher irgendwas fies. Hüpfen wir mal jetzt so ungefähr dann, dass wir dann während wir draufgehen darüber rennen können oder wippt das nach? Aber wenn wir es mal. Geh! Du Hurenstein, du Verfluchter! Ah! Was? Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder, aber nicht mehr in dem Spiel. In irgendeinem anderen. Aber nicht mehr da. Weil. Ne. Okay, gut. Lassen wir noch. Okay. Mich doch gern. Nein, noch, weil wir einen Safe Point noch gehabt haben. Okay. Ich war schon wieder schleißig. Weil das geht ja noch so weit. Der Typ in 3 Minuten hat das fix cheatet. Oder hat ziemlich viele Stunden im Spiel verbracht. Ruhig konzentriert. Ruhig und konzentriert. Ruhig und konzentriert. Ruhig und konzentriert. Was das? Herz-Zickzack, Alter. Okay, Leute. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Begrüßt nochmal mein Händel, es ist super. Tschüss Händel. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob wir sich in dem Spiel wieder sehen, aber wenn es noch ein paar sehen wollen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, jetzt ohne meinen Hass auf das Spiel jetzt mal auszulassen. Es ist gut. Es ist für 1,50 Euro wirklich geile Unterhaltung. Vor allem, wenn man vielleicht mit gegen andere sagt, so, ey, schau mal, wie schnell du und du. Da können wir wirklich mal was machen draus. Aber, da muss ich zuerst noch ein paar Stunden investieren, glaube ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment nicht vergessen. Euer Wicked. Bis dann und ciao.